So, das ist. Wenn mich nicht alles täuscht, Werkzeuge Sonnenburg. Die Industrie ist ja wirklich ganz toll gelungen, auch grafisch. Also Wo setze ich jetzt hier ein Depot hin? Ich weiß, wo ich eins hinsetze. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ja, die Industrie sind echt schön. ich auch, was ihr meint mit ich höre mich selber. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die da meine Download-Seite durchgelesen haben, wie das bei uns im Ruhrpott hier früher aussah, so um 1900 oder 1970 noch. Und manchmal meine ich echt so, dass die Industrie da wirklich so ein bisschen nachgestaltet wurde. Nicht alles so sauber gepflastert und ein bisschen nicht so übersymmetrisch. Haben sie echt toll gemacht, die Industrieanlagen. Geht nicht. Warum nicht? Bau nicht möglich. Müssen wir nun abreißen. Eindrehen. So. Jetzt sag mir mal, warum ist hier der Bau nicht möglich? Wegen dem Denk Gleis? dran, ich sehe das alles 30 Sekunden später. Wisse, das liegt daran, weil da das Gleis unterbrochen ist. Weil das nicht in einem durchgezogen Das war ist. bei Trainfever aber nicht so. Doch, Das doch, hat doch. sich halt den Weg gesucht. Nein. Bei mir immer. Okay. Also, immer, ja, eigentlich immer. Ich wollte da jetzt eigentlich ein Elektrozug draufhauen. Nochmal. Ach, ich finde das neue Depot so schön. Das lange. Ja gut, viele haben ja gesagt, dass es ja zu kurz ist, dass ja gar kein Zug reinpasst. Ja, immer noch zu kurz. Ja, klar, aber. Nur ohne Anhänger jetzt. Aber in diesen alten Lokschuppen waren normalerweise auch gar nicht die Waggons, oder? Ich verstehe das halt auch nicht, warum jetzt hier die ganze Häuserreihe abgerissen werden muss, nur weil ich elektrifiziere, aber okay. So, elektrisch nehmen wir die nochmal. Ja, es ist eine Modernisierung, also wird er leicht verbreitert, schätze ich. Mal gucken, wenn du klickst, geh mal hin. Hast du was gesehen, oder? Nee, ich weiß nicht, hattest du den jetzt modernisiert oder Na, nicht? ich habe nur Oberleitung hingemacht. Aber ist doch kein Haus abgerissen worden, hat doch geklappt, ne? Doch, ganz unten drunter, die ganze Reihe. Ist ja das Gelbe, das Gelbe hast du ja gesehen. Ach, du bist so schnell mit der Kamera wieder weggezogen, du hast es nicht mitgekriegt. Okay. Ich zeig's dir extra nochmal. Oh ja. Links von der Häuserreihe, ich zeig's dir extra, da war alles voll mit Häusern. Ich hab bei Ja, dem also Mod. rechts irgendwie vorhin, ja. Ich zeig's dir dann. Bei dem Aufrüsten der Oberleitungen die ganze Häuser Ach ab. so, da sind nur die hinteren geblieben vorhin, Ja. ja. Ja, das ist ja wahrscheinlich eine leichte Verbreiterung gewesen dann. Tja, die Leute werden eben geschützt vor den hohen Spannungen. So, dürfen keine Häuser mehr stehen. Denen die Haare zu Berge. Schicken wir den Zug mal drauf. Habe ich bloß vergessen, wie der hieß.
Werkzeuge, glaube ich. Werkzeuge, Donsch, Ist die Frage, nehmen die hier überhaupt die Werkzeuge an? Müssten. Maschinen könnte ich ja dann eigentlich auch gleich hierher liefern. Pass auf, dann ändern wir das. Nein! Fahr nochmal zurück ins Depot, bitte. Machen wir hier Maschinen. Maschine. 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 Da auch. Da auch. Da auch. So. Setzen wir den da schon mal drauf. Was ich auch geil finde, dass sie das Quietschen hinzugefügt haben. Was ich hier jetzt nicht so gut hören kann, weil ich ja extra den Ton leise machen musste vom Fernseher. Zeig. Weil ich ja hier auf dem Teamspeak bin, weißt du, das geht ja nicht anders. Aber schön, ja. Ja, Centauri, wir haben keine richtige Spielanleitung. Wir wissen zwar, wie Train Fever zu spielen geht, konnten vieles so übernehmen vom Spielsystem, also so von den Regeln her, wie man das spielen könnte. Man kann sich das denken. Also Aber cool. wir wissen noch nicht ganz genau, wie das mit der Güterabnahme ist. Wie die Einwohner ganz genau haben wollen, die Anzeigen da funktionieren, das wissen wir noch nicht ganz genau. Sind wir gerade dabei, ausfindig zu machen. Beobachte deswegen im Hintergrund so taubstumm. Nee, durchaus Parallelen vor Tycoon von 1998. Wenn du Train Fever kennen würdest, dann wirst du auch merken, dass gleichzeitig auch später sowas wie eine ganze Modelleisenbahn damit möglich ist. Ne? Weil da haben da ganz viele Modder noch Mods dazugefügt und Assets und da kannst du dir eine richtige Traumwelt aufbauen. Und das ist dann hiermit ebenfalls später möglich, wenn die Modder dann mal so richtig loslegen. Dann noch das Ganze mit einer Wirtschaftssimulation drin, dass das nicht so langweilig wird, ne? Wie bei einer Eisenbahn im Keller, ganz alleine. Das ist wirklich, also ich will jetzt dem Programmierer oder ich weiß noch gar nicht, wer dahinter steckt, hinter Transport Fever, aber haben sich da schon was abgeguckt bei Transport Tycoon? Das packt. Haben Sie ja auch gesagt, dass es der Nachfolger ist? Offizieller Nachfolger. Haben Sie ja, glaube ich, gesagt, oder? Das weiß ich nicht, weil ich weiß nur, da hatten sich mal vier, fünf Entwickler zusammengesetzt, eigentlich mehr so Amateure, und haben gesagt, wir möchten ein ganz tolles Eisenbahnspiel haben, das es so noch nicht gegeben hat. Und haben dann eine eigene kleine Firma unter Unterstützung Train Fever entwickelt. Da konnten sich dann noch Außenstehende mit beteiligen. Also das heißt, die haben dann Geld da eingezahlt und haben dann auch Gewinne dann später mitgekriegt. Also wie so eine Art Gesellschaft mit Aktienanteilen oder was weiß ich. Also ich kenne den Namen jetzt nicht genau. So, und dann haben die auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das heißt, die wollten mit der Fangemeinde zusammen das Spiel weiterentwickeln und haben dann sich die Wünsche von der Fangemeinde angehört und auch die Kritik, was man besser machen könnte oder was nicht funktioniert. Und haben dann für Train Fever so alle paar Monate ein Update herausgebracht, ein kostenloses. Und dann wurde das Spiel immer mehr erweitert. Haben das auch immer modderfreundlicher gemacht, sodass da jetzt ganz viele Mods plötzlich für das Spiel auch da sind, Train Fever. Und dann wollte man irgendwann noch Train Fever 2 rausbringen. Und dann hat man später gesagt, oh, das ist so vielleicht gar nicht möglich, unter Berücksichtigung der ganzen Wünsche, die da noch sind. Und haben so ein bisschen die Engine
auch neu geschrieben und haben gesagt, wir bringen direkt ein Transport Fever raus, anstelle von Train Fever 2. Wo das jetzt noch Schiffsverkehr möglich ist, Flugzeugverkehr möglich ist und auch die Spielperformance verbessert wurde, dass das Spiel flüssiger läuft. Ja. Also da sind ganz viele Verbesserungen drin. Und natürlich hat die Community auch viele Wünsche gehabt, die sie schon von Spielen wie Tycoon 3, also wie Transport Tycoon kannten oder Railroad Tycoon 3 oder Verkehrsgigant und Transportgigant. Und das ist dann ja alles so mit eingeflossen. Und hier siehst du jetzt eben die Beta-Version von Transport Fever. Das ist noch nicht die Endversion, sondern die kommt erst nächste Woche öffentlich zum Verkauf heraus. Ja. Das heißt, da werden dann wohl noch ein paar grafische Verbesserungen sein, ein paar Bugs raus. Also dann wird es dazu später wieder alle paar Monate ein paar Updates geben, wo dann ebenfalls wieder Verbesserungen da sind und Erweiterungen. Das haben die schon angekündigt. Die haben sich auch einer größeren Firma irgendwie mit angeschlossen. Also ich kenne die Hintergründe nicht genau und möchte auch jetzt nicht da festgenagelt werden. Wie heißen die? Digital. Oh, wusste mal, wie sie heißen. Ja. Weil die waren aber auch das reicht auf. Ja so schon erstmal. Die waren ja auch auf der Gamescom. Das Spiel hat sich so entwickelt, ne? Ja, genau. Ja, sehr cool. Da sehe ich auf alle Fälle extrem Potenzial, weil ich bin schon Jahrgang 79 und ich habe das Spiel früher, Transport Tycoon, da ging es auch mit Flugzeugen von A nach B, auch eine riesen Weltkarte, also wirklich so zu 99% identisch. Und das haben wir früher alle wie bekloppt gezockt und ja, ich war schon sehr traurig, als es dann irgendwann mal Richtung Windows 7 ging, wo man dann eigentlich fuschen musste, damit man es ans Laufen hatte. Und das war eigentlich nicht mehr up to date. Und wenn es da jetzt was gibt, was daran anknüpft, an die 1990er, sag ich mal so, dann hat man mich damit auf alle Fälle schon gewonnen. Das auf jeden Fall. Und offen für Kritik sollte jeder Programmierer sein, weil davon lebt er später. Ganz klar, wenn es da die Gemeinde möchte, hier baut mir das und das ein, dann soll man da schon drauf reagieren. Bei allen anderen Spielen nicht anders. Ne? Ja, und dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ja auch da. Das Spiel ist in meinen Augen sehr, sehr preisgünstig. War auch schon bei Train Fever so. Die haben für die Updates auch kein zusätzliches Geld genommen oder für irgendwelche Mods, die man dann da hineinladen konnte. Ja. Und das Schöne ist, in der heutigen Zeit ist ja die Grafik, die Technik viel besser geworden. Ne? Und die alten Spiele, so faszinierend die auch sind, auch Railroad Tycoon 3, also wenn ich einmal so eine Grafik hier gesehen habe, dann möchte ich die nicht mehr missen. Ne? Diese Qualität ist eben das neue Zeitalter. Ne? Ja, natürlich. Das ADTV, 4K, natürlich geht es nach oben und somit wird man auch irgendwann verwöhnt. Ne? Wenn ich jetzt Transport Tycoon nochmal starte oder ich habe noch ein paar Aufnahmen von früher, dann denke ich, ach du Scheiße, hast du damit überhaupt zufrieden? Und heute sage ich, nö, es hat noch einen Style-Faktor. Natürlich ist das von dem Aufbau, dass man hier an die Häuser ranzoomen kann, dass man da richtig Menschen laufen sieht, das ist wie bei GTA. Ja. Eins war es eine Draufsicht von oben und jetzt ist das sowas von real. Das ist sehr schlau von den Programmierern und daran würde ich auch festhalten. Ich würde, wenn ich es programmieren könnte, ich gehöre zum Glück nicht in diese Kategorie, sonst würde ich den ganzen Tag davor sitzen, würde auch immer auf die Masse gehen der Menschen und nie was Exklusives, was Teures rausbringen, was sich nur die Elite leisten kann. Immer auf die Masse. Und wenn man auf die Community hört, auch bei Landwirtschaftssimulator höre ich von ganz vielen, das hat sich derbe entwickelt. Wenn ich mir da mal so die Livestreams oder die Videos anschaue, das ist so reell geworden. Und das Spiel kostet, glaube ich, auch nur 30 und habe jetzt gesehen, dass hier, wenn es rauskommt, auch knapp über 30. 32. Und aktuell ja wohl irgendwie noch 28 mit einem kleinen Rabatt, wenn man es jetzt vorbestellt. Genau. Absolut interessant, der Preis. Also, und Trade-Fever. Vor Besitzer sogar nur 24 Euro.
Ah, okay. Ja, nee, sehr schön. So hält man sich die User bei der Stange. Kann ich nur applaudieren an die Geschäftsführung oder an die Programmierer oder wer auch immer das dazu entscheiden hat, weil so macht man es. Das ist sehr sympathisch.